Ja, es ist Punkt 1 Uhr hier im Hauptsaal. Wir haben die Verstärker umgebaut. Jetzt sind die großen Amps da und wir hoffen natürlich auch noch auf ein bisschen zusätzliches Publikum. Denn wo es vorher mit Marcel Waldvogel von dnip.ch mythisch wurde, wird es jetzt dramatisch. Wir hatten eine technisch exzellente Vorband und gehen jetzt eben so ein bisschen ins politisch-rechtliche Drama rein. Ob es dann viel einfacher wird oder nicht andere Intrigen, das werden wir gleich sehen, wenn uns Adrien Fichter und Patrick Seemann, ebenfalls von dnip.ch, in diese Welt der Cloud-Dramen einführen werden. Begrüßt Sie bitte mit einem herzlichen Applaus, Adrien Fichter und Patrick Seemann. Gut, also nach dem mathematischen Höllenritt versuchen wir jetzt für die, die drangeblieben sind, ein bisschen in die nicht weniger dramatische Welt der Politik zu wechseln. Und all die neu da sind, herzlich willkommen. Es wird auch ein bisschen einfacher, weil wir thematisch jetzt eigentlich auf den Teil der Cloud konzentrieren, der so unter Microsoft 365 läuft. Also es geht um Datenspeicherung, Datenbearbeitung. Für die, die vorher schon da waren, das war das Bild im Zentrum von Marcels Regenbogenkarte. Also es geht eigentlich rein so ein bisschen so um die Office-Welt plus. Das ist so etwa der Fokus, den wir setzen wollen. Den Inhalt kennen die schon da waren. Also wir werden ganz kurz über die Public Cloud, also kurz, wir werden den ersten Teil über die Public Cloud-Beschaffung im Bund etwas erzählen. Das wird Adrien machen. Ich werde ein bisschen genauer darauf eingehen, wie so eine Evolution momentan stattfindet oder vielleicht auch eben nicht stattfindet und was da dahinter steckt. Und werden dann ein kleines Schlussfazit oder vielleicht eher sogar ein Zwischenfazit ziehen, wie die Schweiz momentan bezüglich Public Cloud in etwa steht. Ja, auch von meiner Seite her herzlich willkommen und danke, dass ihr euch für diesen Vortrag entschieden habt. Wir haben uns jetzt eben die Public Cloud Beschaffung des Bundes ausgesucht. Und zwar, weil hier verschiedene Zutaten für ein Drama vorhanden sind. Es gibt zwei parlamentarische Untersuchungen zu dieser Public Cloud Beschaffung. Es gibt noch ein Gerichtsverfahren vor Bundesgericht, vor Bundesverwaltungsgericht. Es gab einen großen medialen Aufschrei. Es gab viele BundespolitikerInnen, die offenbar nichts davon gewusst haben von dieser Beschaffung oder es hat sie eigentlich bis 2021 nicht groß interessiert. Und es ist eigentlich exemplarisch für all die Kontroversen rund um das Thema Public Cloud Beschaffung. Kommen wir zu Akt 1. Die Beschaffung selbst, die problematische Beschaffung. Ich habe im Januar 2022 eine Recherche publiziert für die Republik, in der ich aufgezeigt habe, was eigentlich bei dieser Beschaffung etwas schwierig gewesen war. Da gab es einerseits rechtswidrige Mängel. Es wurde nach altem Beschaffungsrecht angeschafft, hätte man eigentlich nach neuem Beschaffungsrecht machen sollen. Aber das alleine ist eigentlich nicht so das Problematische. Eher schwierig ist es, dass alles zugeschnitten war auf 5 bis 8 Anbieter, ganz klar. Und das habe ich eigentlich durch das BGÖ-Gesetz herausgefunden. In der enterinternen Konsultation haben die Bundesbehörden, die verantwortlich gewesen waren, geschrieben. Wir möchten eigentlich nur, dass sich eben Amazon, Microsoft, die Hyperscaler aus USA und China auf diese Ausschreibung bewerben und offerieren und eigentlich keine Schweizer und europäischen Anbieter. Und das erinnert mich so ein bisschen auch an die SBB-Ausschreibung, von der ihr sicher auch gehört habt, zu den Überwachungsplänen. Da stand auch, ja, wir möchten keine Technologie ausschließen, wir möchten es sehr, sehr offen halten, wir möchten Technologien haben, die Alter, Geschlecht und so weiter, Größe erheben. Und etwas ähnlich war es auch bei dieser Ausschreibung. Es gab 24 Must-Kriterien, wie zum Beispiel Big Data, KI, Internet of Things, Blockchain-Technologie und so weiter und so fort, die erfüllt werden müssen und bei dem eigentlich klar war, dass Anbieter aus der Schweiz wie Infomaniac oder Exoscale keine Chance hatten. Und als ich dann gefragt habe, was ist eigentlich der genaue Use Case für diese Public Cloud? Welche Daten sollten da verarbeitet werden? Ja, damit tut sich die Bundeskanzlei etwas schwer. Sie erwähnt immer Swisstopo und sie erwähnt immer Meteodaten, aber ich denke, das alleine kann es ja wahrscheinlich nicht sein.
Es gab dann eine Einsprache durch Google. Das ist der einzige Big-Tech-Konzern, der keinen Zuschlag erhalten hat. Das wurde dann vor Bundesverwaltungsgericht dann abgewiesen. Dann die Frage, was ist mit der Swiss Cloud? Also, als das bekannt wurde mit dieser Public Cloud-Beschaffung, dass eben Alibaba aus China, Amazon, Oracle, IBM und Microsoft den Zuschlag erhalten, haben sich die Leute gefragt, ja, und die Schweiz, kann die das nicht, kann der Bund nicht eine eigene Infrastruktur anbieten? Das hat man durchaus diskutiert. Im Sommer 2021 gab es einen Workshop mit Vertreterinnen und Vertretern aus der Bankenbranche, der Pharmabranche, der NGOs und so weiter. Und da war es ein bisschen, ja, das Fazit war eigentlich, dass kein Bedarf besteht nach einer Bundescloud für Schweizer Firmen. Da haben eigentlich alle Vertreterinnen gesagt, nein, also wir haben nicht so sensible Daten, dass wir hier eine eigene Bundescloud benötigen. Und diese Antwort, also das Resultat dieses Workshops, hat so ein bisschen diese Public Cloud Ausschreibung dann Ende 2020 legitimiert, dass man gesagt hat, so, jetzt machen wir diese Ausschreibung und schauen, dass wir diese amerikanischen und chinesischen Hyperscaler, dass die sich darauf bewerben. Wir sind jetzt im Frühling 2022, so März, April. Es gab einen Bürger, der hat dann davon erfahren und fand so, ich will nicht, dass meine Daten in dieser Public Cloud bearbeitet werden. Egal, ob homomorph verschlüsselt und so weiter, wie wir vorher gehört haben, bringt sowieso nicht viel. Will ich nicht. Hat eine Einsprache gemacht beim Bundesverwaltungsgericht. Das Bundesverwaltungsgericht hat gesagt, ist gar nicht materiell darauf eingegangen, hat gefragt, du alleine bist unwichtig. So, du Bürger, also wenn du das nicht willst, dann ist das dein Problem. Wir möchten jetzt diese Rahmenverträge abschließen mit diesen 5 Public Cloud-Anbietern. Gut, dieser Bürger war sehr gut informiert über seine Rechte, hat es nämlich weitergezogen vor das Bundesgericht. Und es gab dann im Sommer 2022 eine Rüge vom Bundesgericht an das Bundesverwaltungsgericht. Die haben gesagt, ja nein, ihr könnt nicht einfach so sagen, wir befassen uns materiell gar nicht mit dieser Beschwerde dieses Bürgers, ihr müsst das ernst nehmen. Gut, schwierig für die Bundeskanzlei, weil sie kann keine Rahmenverträge mit diesen 5 Anbietern abschließen. Dann gab es plötzlich ein zweites Verfahren des Parlamentarischen Untersuchungsausschusses, also der Geschäftsprüfungskommission des Nationalrats. Die finden, ja, also dieser Bürger sagt, es gibt keine gesetzliche Grundlage für diese Public Cloud-Beschaffung. Vielleicht müssen wir uns das jetzt auch nochmal genauer anschauen. Also gibt es jetzt ein GPK-Verfahren. Ich weiß nicht, ob das jetzt bereits schon abgeschlossen ist. Diese Kommissionen sind teils sehr verschwiegen. Es gibt also auf mehreren Ebenen, wird diese Frage der Rechtmäßigkeit verhandelt. Die Bundeskanzlei findet aber alles in Ordnung. Wir haben genügend Gesetze, die das legitimieren, teils über das Beschaffungsrecht, teils über das Datenschutzgesetz und verschiedene Verwaltungsgesetze. Man muss der Bundeskanzlei zugutehalten, dass sie einiges besser macht als andere Bundesbeschaffungen in Sachen Cloud. Also sie kommunizieren besser. Sie haben jetzt auch ein Schema gemacht, wo sie gesagt haben, wo kommen welche Daten hin? Was sind schützenswerte Daten, was sind interne Daten, was sind klassifizierte Daten, was sind geheimdienstliche Daten und so weiter. Hier unten keine Cloud. Das sind die bundeseigenen Rechenzentren, da kommen wahrscheinlich wirklich ganz viele Geheimdienstgeschichten, Daten rein. Hier oben Public Cloud Standard, hier wird immer das viel zitierte Beispiel der Wetterdaten, sind ja nicht so sensibel. Die kommen da rein. Aber sonst gibt es wie 4, 5 verschiedene Cloud-Stufen und da kommen wir noch später darauf zu sprechen. Man muss wirklich sehr genau wissen, was ist sensibel, schützenswert, personenbezogen und so weiter und so fort. Was eben nicht immer so einfach zu unterscheiden ist. Wir sind jetzt im Sommer 2022 angelangt. Die Kontroverse zum Thema Public Cloud nimmt zu. Es wird immer hitziger diskutiert. Es gibt nämlich wie 2 Fronten. Es gibt die DatenschützerInnen, der EDÖP, Adrian Lopsiger, oder die Zürcher Datenschützerin Dominika Blonski. Und es gibt die Zunft der IT-AnwältInnen. Die Zunft der IT-Anwälte arbeiten mit der Methode Rosenthal. Da kommen wir später noch darauf zu sprechen. Die Methode ist von einem Schweizer
David Rosenthal wird tatsächlich nicht nur in der Schweiz angewandt, sondern auch europaweit. Und diese behauptet, man kann das Risiko vorausberechnen eines Zugriffs der ausländischen Behörden. Die arbeiten also mit einer Wahrscheinlichkeitsrechnung. Eben Patrick wird das noch genauer erörtern. Die DatenschützerInnen, die finden, nein, das bringt überhaupt nichts, hier auf Kommastellen genau irgendwelche Wahrscheinlichkeiten auszurechnen. Man muss fallbasiert schauen, man muss nach einem Flussdiagramm sozusagen vorgehen und dann je nachdem mit technischen Verschlüsselungen arbeiten und dann im Zweifelsfall auf eine Public Cloud von einem amerikanischen oder chinesischen Anbieter verzichten. Gut, die Kantone Zürich, Schaffhausen, Solothurn, die hielten gar nichts von Verzicht. Und die SUVA, die haben im Sommer dann gesagt, Microsoft 365 Ahoi, finden wir gut, führen wir jetzt definitiv ein. Und sie haben das auch mit der Methode Rosenthal gemacht, wo sie eben geschaut haben, haben das dann berechnet mit dieser Vorlage und sind teils zu Resultaten gekommen, wie es braucht wahrscheinlich 1025 Jahre oder in den nächsten 1025 Jahren wird der amerikanische Staat nicht anklopfen und die Daten meiner Bürgerin oder meines Konsumenten verlangen. Und mit dieser Zahl war man sehr zufrieden, hat gesagt, okay, dann können wir jetzt ja diese Verträge abschließen mit Microsoft. Wir haben aber juristische Sachzwänge und nachrichtendienstliche Realitäten. Die heißen Cloud Act aus den USA, FISA, Foreign Intelligence Surveillance Act. Es gibt Chinas Überwachungsgesetze. Es gibt bis heute noch kein Datentransferabkommen zwischen der Schweiz und den USA. Es gibt keinen Nachfolger des Privacy Shield. Das wurde von der Schweiz invalidiert, weil es die EU invalidiert hat. Und es wird auch in absehbarer Zeit, auch bei der EU, man ist jetzt gerade wieder in Verhandlung, aber es wird in absehbarer Zeit keinen Nachfolger geben, beziehungsweise wenn es dann wahrscheinlich einen Nachfolger geben wird, wird der Privacy-Aktivist Max Schrems wieder dagegen klagen und dann haben wir wieder keine legitime Grundlage für den Datentransfer von europäischen Daten in den USA. Und wir haben, und das ist eben genau das, was den Datenschützer umtreibt, der Schweiz, der eidgenössische Adrian Lobsiger. Wir haben eigentlich bis dato keine Anerkennung der EU des Schweizer Datenschutzniveaus. Also beziehungsweise, wir werden jetzt ein Update haben am 1. September 2023 und die EU muss das jetzt noch anerkennen und Brüssel hat mir auch geschrieben, ja das kommt, das machen wir dann. Aber die Argumentation von Lobsiger ist natürlich, ja, wenn wir jetzt da so einfach alle unsere Daten in die Cloud geben und das legitimieren mit dem Schweizer liberalen Datenschutzrecht, dann findet wahrscheinlich so Brüssel, naja, okay, ihr seid da etwas zu sorgenlos. Also von daher, das ist so ein bisschen die Sachlage, weswegen er auch sehr zögerlich ist und auch eher bremst. Gut, wir sind jetzt beim Akt 4, Bundeskanzlei, kriegt grünes Licht. Das Bundesverwaltungsgericht weist die Klage dieses Bürgers ab. Er hat das weitergezogen, das weiß ich von ihm selbst. Es wird wahrscheinlich jetzt bald auch eine Entscheidung dazu geben im März und wahrscheinlich wird sie auch zugunsten der Bundesverwaltung ausfallen. Davon gehe ich jetzt mal aus. Das heißt also Folgendes, die Bundeskanzlei kann die Rahmenverträge abschließen, die sie ausgehandelt hat und sie kann nun Projekte in der Public Cloud einreichen. Das macht aber nicht die Bundeskanzlei, sondern das machen die Ämter. Die Ämter müssen selber den Schutzbedarf ihrer Daten eruieren, können sich beraten lassen vom Bundesamt für Informatik, müssen aber nicht, müssen eigentlich selber den Datenschutz gewährleisten in diesen ausländischen Clouds. Und das sind nicht nur die Ämter, die Bundesparlamentarier übrigens auch, deren E-Mails liegen ja in der Microsoft 365 Cloud, also die E-Mail-Adresse @parl.ch. Und als ich das ja recherchiert habe und herausgefunden habe, habe ich dann die Parlamentsdienste gefragt, ja, ist das nicht etwas riskant? Ich meine, was sich da die Parlamentarier schicken, könnte durchaus interessant sein für andere Staaten. Und dann hat man mir gesagt, ja, Eigenverantwortung. Das Kommissionsgeheimnis und Protokolle dürfen nicht über E-Mails verschickt werden. Und hier sind wir beim Hauptproblem. Es ist nicht nur so, dass unsere Daten
der Bürgerinnen und Bürger jetzt in diesen Public Cloud sind, auch die Mitarbeitenden, deren ganze Infrastruktur wird jetzt bei Microsoft sein und sie müssen eigentlich jeden Tag ganz viel Denkarbeit leisten. Wir haben es jetzt heute noch so, dass vieles on-premise läuft, das heißt, man muss sich da nicht viel Gedanken dazu machen, wo jetzt diese Daten sind, bei der elektronischen Geschäftsverwaltung GEFER des Bundes, die wird vom Bund zur Verfügung gestellt. Aber in Zukunft wird es so sein, dass man immer unterscheiden muss, was sind nicht schützenswerte Daten, was kann in einem Microsoft Teams laufen, Excel und so weiter, weil das ist ja alles in der Microsoft 365 Cloud, wird von der betrieben. Und geschäftsrelevante Daten dürfen auf keinen Fall bei GEFER abgelegt werden. Selbe ist übrigens auch beim Kanton Zürich, der muss zum Beispiel, wenn er Steuerdaten einer Bürgerin verschickt an einen anderen Mitarbeitenden, muss er diese E-Mail zuerst verschlüsseln. Also man muss immer sehr viel Aufwand betreiben. Das heißt, zusammengefasst, wir sind jetzt Stand heute beim fünften Akt angelangt des Dramas. Es ist noch nicht ganz klar, wie die Geschichte ausgehen wird. Wir haben die Bundeskanzlei, die Bundesbehörden, wir haben die Kantone, Zürich, Solothurn, es werden noch weitere folgen. Wir haben ganz viele Firmen der Privatwirtschaft, die verständlicherweise eine Lösung suchen für ihre Datenverarbeitung, die Anwendungen laufen lassen wollen und jetzt für das einfach eine Infrastruktur brauchen. Und die wollen das jetzt einfach vertraglich minimieren. Das heißt, sie wenden diese Beurteilungsmethode von Herrn Rosenthal an und wenn sie dann finden, ja eben, es sind nur alle 1000 Jahre, bei denen jemand vorbeikommt, das ist ja nicht so schlimm, also können wir das, diesen Vertragsabschluss machen und die IT-AnwältInnen, die raten ihnen dazu, möglichst dann gute Klauseln herauszuholen. Zum Beispiel, wenn der amerikanische Staat bei Microsoft anklopft und diese Daten herausverlangt, dass natürlich die Firma, der Kunde betroffen, informiert wird und dass die Firma dann auch Schadenersatz erhält, je nachdem. Das ist die Empfehlung der IT-Anwälte. Natürlich halten die DatenschützerInnen und der AdApp natürlich nicht viel davon, weil das den Datenabfluss eigentlich nicht verhindert. Es ist ja keine Prävention. Und sie setzen sich natürlich dafür ein, dass überhaupt keine Daten abgeholt werden können von den Behörden. Und ihre Argumentation ist auch verständlicherweise, bei der Privatwirtschaft können wir die Krankenkassen wechseln, wenn die Krankenkasse mit irgendeinem Cloud-Anbieter zusammenarbeitet, der mir nicht passt. Aber beim Kanton Zürich können wir das nicht. Es gibt eine Steuerbehörde. Und wenn wir hier wohnen, müssen wir an diese Steuerbehörde zahlen. Und wenn da die Daten in der Cloud liegen, also was sie jetzt offenbar nicht tun, laut Erklärung von Kanton Zürich, aber vielleicht, keine Ahnung, irgendwelche Sozialversicherungsdaten, dann können wir die Behörden nicht wechseln. Deswegen brauchen wir extra Schutz. Die Bürgerinnen und Bürger brauchen extra Schutz. Nur noch kurz, die SwissCloud-Pläne, die haben wieder kurz ein Momentum erhalten, weil verschiedene ParlamentarierInnen fanden, ja, das kann ja nicht sein, dass wir hier keine Lösung haben für eine eigene Bundescloud für unsere Firmen. Und Isabelle Moret, die FDP-Ständerätin oder Nationalrätin, aber jetzt ist sie mittlerweile im Regierungsrat, das Kanton Watt, die hat eine parlamentarische Initiative eingereicht und die Kommissionen des National- und Ständerats fanden die parlamentarische Initiative nicht das richtige Instrument, um so eine Swiss Cloud, so einen Vorstoß für eine Swiss Cloud zu machen. Deswegen haben sie gesagt, wir lehnen das ab, aber wir lehnen das Anliegen nicht ab. Deswegen, es wird jetzt zurzeit noch im Bundesparlament verhandelt, ob man das Ganze noch über eine Motion einbringen muss. Aber auch da, diese Diskussion läuft weiter. Und jetzt einfach noch zu allerletzt, was passiert, wenn das Bundesgericht findet, stopp, dieser Bürger hat recht, das darf da nicht verarbeitet werden und die ersten Anwendungen der Ämter ja schon laufen von uns. Also unsere Daten werden ja schon bereits verarbeitet seit November, wer auch immer jetzt da eine Anwendung eingereicht hat. Und wenn die Geschäftsprüfungskommission auch findet, du, das mit dieser Rechtmäßigkeit ist noch nicht ganz geklärt, was passiert dann? Erhält dann dieser Bürger, der die Einsprache gemacht hat, hat er irgendwelche rechtlichen Ansprüche? Also es ist rechtsstaatlich, diese Frage ist politisch noch nicht ganz geklärt. Jetzt übergebe ich an Patrick. Danke. So, wenn wir jetzt anschauen, dass der Bund hier die Public Cloud einfach einführt, so wie Adrian das ausgeführt hat,
Das ist noch die Frage, wie kommt der Bund überhaupt die Idee, das zu tun? Weil typischerweise, wenn man solche Dinge macht, auch im IT-Bereich, dann macht man eine Evaluation zuerst und schaut sich mal an, was habe ich für Optionen. Also man hat hoffentlich irgendwelche Ziele. Man schaut sich an, was für Optionen habe ich. Man versucht, diese zu bewerten und fällt dann basierend auf dieser Evaluation dann einen Entscheid. Jetzt hier haben wir ein bisschen eine spezielle Situation. Hersteller wie Microsoft etc., die setzen klar auf eine Cloud-Strategie. Das hat dann vielleicht schon ein bisschen Auswirkungen auf die Evaluation. Benutzerinnen haben eigentlich auch gern irgendwie diese coolen Funktionen, die da alles schön zusammenmischeln. Also wer schon mal mit Microsoft 365 gearbeitet hat, das funktioniert wirklich relativ gut so Hand in Hand. Und ein Stückchen weit stellt sich schon die Frage, ist keine Cloud überhaupt noch eine sinnvolle Alternative? Und wenn man sich dann den Evaluationsbericht, also ich sage dem eher Evaluationsbericht des Bundes anschaut, dann stellt man relativ schnell fest, es gibt eigentlich keine Alternative. Zumindest aus Sicht des Bundes nicht. Man kann das ganze Innovationspapier lesen, das ist eigentlich sehr lesenswert, weil der Bund das da sehr ausführlich ausführt, warum er zu diesem Schluss kommt. Es sind ein bisschen die Themen, die wir schon hatten. Der Anbieter setzt darauf, das Sicherheitsversprechen ist höher im Cloud-Offering, als wenn man es selber betreibt. Da kann man ein bisschen geteilter Meinung sein. Die ganzen Zusammenarbeitslösungen gibt es eigentlich nur noch in der Cloud-Lösung, also in Teams, wie auch in den Konkurrenzprodukten von Google und so funktioniert das wunderbar. Wenn man die Cloud nicht nutzt und alles on-premise fährt, dann verliert man sehr schnell sehr viel von dieser Funktionalität. Und es gibt diverse Applikationen, die eigentlich dann aufbauen auf dem, was die Cloud hier bietet, also die Office-Cloud, wenn man so möchte. Und wenn ich als Bund hier nicht reingehe in dieses Gebiet, dann fehlt mir hier dann nachher die Zukunft, um hier irgendwie weiterzubauen. Was aber auch dazu kommt, und ich meine, der Bund ist ja immerhin noch relativ ehrlich, oder? Heute gibt es de facto einen Login, also der Bund kann gar nicht anders. Man sitzt in dieser Microsoft-Welt, man hat diese ganzen Microsoft-Produkte schon im Haus, die sind in alle Prozesse integriert, die Leute kennen sich aus, die Interaktion mit der Umwelt, also mit dem Umfeld funktioniert so. Also wenn man von dem Bund was möchte, kriegt man vielleicht ein Word-Dokument zurück etc. oder Excel-Sheets. Diese Login ist so groß, dass es kurzfristig gar keine Alternative gibt. Also man ist eigentlich auf Gedeih und Verderben gezwungen, hier diesen Weg von Microsoft mitzumachen und sich halt in die Public Cloud jetzt da an Microsoft auch anzulehnen. Da steht zwar auch was von Exit-Strategien und etc. Bin mal gespannt, wie das denn wirklich aussieht in 2-3 Jahren, wenn wir da Resultate sehen würden. Es sieht im Kanton Zürich nicht viel anders aus. Das ist ein bisschen kleiner geschrieben, weil ich nicht so viel Platz hatte auf der Folie. Was noch interessant ist, argumentiert der Kanton Zürich gleich. Was der Kanton Zürich aber noch verstärkt einbringt, ist, wir finden sonst keine Mitarbeiter, wenn wir nicht ein modernes Umfeld anbieten, um drin zu arbeiten. Ja. Finde ich noch lustig, so im Zusammenhang mit den Diskussionen momentan, der Bund zahle zu gut, vielleicht zahlt der Kanton Zürich ja nicht so gut. Aber warum ist meine Meinung, man findet keine Mitarbeiter mehr, wenn man nicht ein Cloud-Offering hat am Arbeitsplatz. Das ist eine leicht mutige Argumentation, aber der Kanton möchte sich zumindest hier nicht in technisches Offsite bewegen, um da irgendwie noch konkurrenzfähig zu sein. Spannenderweise, ein kurzer Blick über die Grenze wieder mal. Die EU sieht das ein bisschen anders. Da haben auch die Datenschützer ein bisschen mehr Einfluss und ein bisschen mehr Macht. Also die Datenschutzbehörde der EU ist aktiv daran, eine Alternative anzuschauen. Hat es auch so einen Rahmenvertrag gemacht, das für einen Nextcloud Open Office Kombi. Was wahrscheinlich so das beste Offering ist im Vergleich zu den klassischen Cloud-Angeboten und versucht das jetzt eigentlich den Ämtern in der EU zur Verfügung zu stellen, damit die eine Chance haben, sich so oder so zu entscheiden. Kann man sich fragen, was dann noch funktioniert, wenn nicht mehr alles aus einem Guss ist. Aber ich meine, statt einer Evaluation einfach mal das Zeug hinzustellen und zu sagen, probiert doch einfach mal, ob das für euch auch funktioniert, ist wahrscheinlich ein einfacherer Schritt, um allenfalls in so eine Zukunft zu kommen. Jetzt für den Bund, für die Kantone,
Public Cloud ist alternativlos. Also wenn man geht mit Microsoft, ist eigentlich gar keine Frage. Und dann sind wir wieder zurück bei der Fragestellung, ja, wie sieht es aus mit dem Datenschutz? Adrian hat das vorher angetönt. Es gibt eine Reihe von Problemen dort. Das Passwort ist immer, eine Cloud ist etwa so etwas wie der Computer von jemand anderem. Und das impliziert so ein bisschen Unsicherheit. Jetzt, ich bin nicht so ganz glücklich mit dem, weil ich glaube, jede Public Cloud Server ist wahrscheinlich besser gesichert als mein NAS zu Hause. Aber man muss sich schon bewusst sein, man hat ein bisschen weniger Kontrolle über seine Daten, als man sie vorher hatte. Einerseits, wenn der Server quasi im Keller steht, gibt es gewisse implizite Dinge, die automatisch sicher sind, weil ich den Zugriffsschutz wahrscheinlich dann eh habe, weil ich den Schlüssel habe zum Serverraum. Wenn es woanders ist, wenn der Server woanders steht, muss ich mich halt fragen, wer hat den Schlüssel zu diesem Server? Kann man vertraglich lösen, aber man muss es zumindest mal dran denken, oder? Dann stehen diese Cloud-Rechenzentren oft in anderen Rechtsräumen, also eigentlich immer momentan, also im Ausland. Und dieses Ausland hat logischerweise, zumindest auf geheimdienstlicher Ebene, vielleicht auch Wirtschaftsspionage, eigentlich Interesse an gewissen Daten über Schweizer Unternehmen, Schweizer Bürger, den Schweizer Staat, wie auch immer. Ja. Vielleicht nicht mit den Landkarten, weil die Landkarten heute eh öffentlich sind, aber Steuerdaten sind sicher etwas, was international hochinteressant wäre. Allenfalls auch Geschäfte, die der Bundesrat gerade berät, Positionen zu irgendwelchen politischen Konflikten. Ich denke nicht, dass das einfach so in eine Public Cloud gehören könnte. Und dann haben wir die ganzen Cloud Act, Visa, NSA-Thematiken, Bond, da hat Adrian auch schon erwähnt, die da irgendwie reinspielen in diese Datensicherheit rein. Also, was macht man als Behörde, wenn man einen alternativlosen Entscheid trotzdem noch irgendwie absichern möchte? Man macht ein Gutachten. Da gibt es das ist am gleichen Ort, wo das Papier ist von vorher, gibt es auch ein sehr, sehr umfangreiches Gutachten, wo der Bund eigentlich untersucht, habe ich die rechtliche Grundlage, um meine Daten ins Ausland zu speichern? Und ist das im Rahmen von meiner Auftrags- oder bei meiner Sorgfaltspflicht, wie auch immer, ist das zulässig? Also eigentlich die Antwort auf die Klage, die noch hängig ist, der Bund ist klar der Meinung, jawohl, wir dürfen das, weil es ist einfach ein Verwaltungsakt und der Entscheid, wo die Daten gespeichert sind, ist ein normaler Verwaltungsentscheid, das ist keine, hat keine politische Dimension. Das andere ist diese Risikoabschätzung. Hier gibt es diese Methode Rosenthal, auf die gehe ich jetzt gleich nochmal ein, die versucht, die Wahrscheinlichkeit zu ermitteln, ob und wann oder wie oft dann trotzdem Daten abfließen, obwohl man das eigentlich nicht möchte. Und ich werde noch ein bisschen kritisch drüber reden, einfach eines vorneweg. Der David Rosner hat sich extrem viel Gedanken gemacht über die rechtlichen Rahmenbedingungen. Es gibt ein umfangreiches FAQ zu dieser Methode. Das ist wirklich hochspannend, weil da lernt man sehr viel über Cloud Act und FISA und all die anderen Gesetze, die da allenfalls eine Rolle spielen. Also wenn man da irgendwie mitdiskutieren will, sollte man das Dokument lesen. Es ist wirklich hochspannend und es nimmt einem viel, viel Recherchearbeit ab. Also, es berechnet das Risiko, dass es in einem gewissen Zeitraum zu einer rechtlich akzeptablen Datenherausgabe kommt. Rechtlich akzeptabel heißt, gibt es Gesetze im Land, wo der Server steht, die es dem Betreiber, des Rechenzentrums quasi zwingen, dem Staat die Daten zu geben. Also es geht nicht darum, jetzt kommt da einer mit der Pistole in der Hand in den Serverraum, möchte Disk rausreißen, sondern gibt es rechtlich Hausdurchsuchungsbefehl, ich nehme die Disk mit, irgendso in dem Stil, eine Grundlage, dass das passieren kann. Und falls es die gibt, wie oft passiert denn das in diesem Zeitraum? Und das ist ein sehr umfangreiches Excel-Sheet. Ich zeige nachher einen Ausschnitt daraus, wo über etwa 20 Fragen versucht wird, diese Sachverhalte einigermaßen zu eruieren. Gibt es momentan, soweit ich weiß, nur für US-Anbieter, was irgendwie naheliegend ist, weil das sind vielleicht die meisten. Für China müsste man das sicher nochmal machen, weil die chinesischen Gesetze nochmal anders sind. Da müsste man sich auch fragen, ob die dann wirklich gelten im Einzelfall oder ob die Chinesen dann allenfalls drüber hinwegsetzen würden. Also, das ist jetzt ein Ausschnitt aus diesem Excel-Sheet.
ist nicht vollständig, hat ein paar Lücken, darum sind da vorne die Buchstaben auch nicht schön chronologisch geordnet. Aber es geht eigentlich darum, zu ermitteln, wann passiert das. Also der erste Punkt, Anzahl der Fälle pro Jahr, in welcher eine Behörde im Land suchen wird, auf dem Rechtsweg relevante Daten zu belangen. Weil was man wissen muss, auch wenn die Daten in der Schweiz stehen und die allenfalls helfen würden, ein Verbrechen aufzudecken, das zum Beispiel in den USA passiert, dann kann es heute schon ein Rechtshilfegesuch geben. Das ändert nichts, egal wo die Daten gespeichert sind. Kann man eine Annahme treffen, kann man wahrscheinlich auch in der Statistik nachschauen, wie oft ist das in den letzten paar Jahren passiert, kann man irgendwas rechnen, oder? Und dann kann man das einzeln runterbrechen, hat der Staat im eigenen Land eine Durchsetzungsmöglichkeit, kann der Staat allenfalls Mitarbeiter bestechen oder unter Druck setzen, ihnen die Daten zu geben, auch wenn sie eigentlich nicht dürften. Das ist ein Risiko, das im Ausland vielleicht größer ist als im eigenen Land. Und auch da ist dann die Frage, ist es wichtig genug? Es kann auch sein, dass der Staat zum Schluss kommt, ja, also das Verbrechen war doch zu klein und es lohnt sich jetzt nicht, da die volle Batterie aufzufahren, um die Daten zu kommen. Also es sind jetzt 20 Fragen in dieser Art, bei denen man versucht, so eine Wahrscheinlichkeit abzuschätzen, kommt es jetzt zu einem Zugriff oder kommt es zu keinem Zugriff. Jetzt geht es um Wahrscheinlichkeiten. Was verwendet wird, um diese Prozentsätze zu bestimmen, ist die sogenannte Delphi-Methode. Und das ist nur wichtig, die zu verstehen. Das ist aber viel einfachere Mathematik, als das, was der Marcel vorher erzählt hat. alle, die irgendwie in der Softwareentwicklung sind und einen Planungspoker kennen, das ist sehr, sehr ähnlich wie Planungspoker. Man macht zu jeder Frage quasi eine anonyme Fragerunde, schätzt mal ab, nach eurer Sicht, wie groß die Wahrscheinlichkeit ist, dass das passiert, schreibt auf ein Zettelchen, legt diese Zettel auf den Tisch und dann schaut man die mal an. Wenn die Zahlen sehr nahe zusammen sind, hat man seine Lösung, schreibt die Zahl auf und geht zur nächsten Frage. Wenn die Zahlen weit auseinander sind, dann diskutiert man zuerst, wobei man nicht weiß, wer das was gesagt hat. Und dann gibt es eine zweite Schätzrunde und den Mittelwert trägt man dann ein in das Excel-Sheet. Anonymität ist hier wichtig, weil je nachdem, wie diese Experten zusammengesetzt sind, gibt es vielleicht Gruppendynamik, eines der Chef vom anderen. Man getraut sich nicht zu widersprechen. Also man versucht hier eigentlich die ganzen sozialen oder organisatorischen Probleme herauszunehmen, indem man halt anonym das Ganze erhebt. Und das steht eigentlich hinter diesen Mittelwerten, hinter diesen Wahrscheinlichkeiten, die wir hier haben, steht pro Zeile jeweils diese Delphi-Methode. Und damit kommen wir dann relativ schnell auch zu den Grenzen für diese Methode. Jetzt muss man nochmal überlegen. Also das ist die Risikoabschätzung, mit der Bund und der Kanton begründet, wieso es kein unnötiges Risiko ist, wenn man die Daten in die Public Cloud tut. Ist die Qualität dieser Einschätzungen hängt sehr stark von den Experten ab. Gehe ich mal daraus, dass man wirklich die richtigen Leute nimmt, aber wenn jemand da einen schlechten Tag hat oder man halt einen falschen Experten dabei hat, hat das schon relativ einen deutlichen Einfluss. Dann, Delphi-Methode, Anonymität ist wichtig. Der Kanton Zürich hat explizit das nicht so gemacht. Da gab es einfach eine Gruppendiskussion und am Schluss hat die Gruppe miteinander gesagt, der Prozentwert ist da. Also wenn in der Gruppe ein Dominanter entweder, sagen wir mal, vorsichtiger war oder ein Dominanter, der pushy war, dann hat das definitiv das Resultat ein bisschen verschoben. Also in meinen Augen hat der Kanton Zürich die Methode ist definitiv falsch angewandt. Dann sind eigentlich alle Annahmen vergangenheitsorientiert. Also ich kann relativ gut schauen, was ist die letzten paar Jahre passiert. Ich weiß nicht unbedingt, was in den nächsten Jahren passiert. Ich meine, bevor die Geschichte mit nachrichtenlosen Vermögen ein Thema war vor etwa 15 Jahren, hätte niemand gedacht, dass das relevant wird. Entsprechend tief hätte man das Risiko eingeschätzt, dass jemand diese Daten haben möchte. Plötzlich waren die nachrichtenlosen Vermögen ein Riesending. Da wäre die Wahrscheinlichkeit wahrscheinlich explodiert. Und meist, ich habe jetzt keinen gesehen, gibt es keinen Variantenvergleich. Also wir haben jetzt eine Zahl, 0,5% Wahrscheinlichkeit eines Zugriffs in den nächsten 5 Jahren. Was heißt das? Ist das gut, ist das schlecht? Wissen wir nicht. Und 0,95% ist eine Zahl, die ist so wunderbar klein. Die tut niemandem weh. Aber es ist eigentlich, wir haben keine Diskussion darüber gehabt, hier ist es,
was wir wollen oder erwarten wir mehr vom Staat oder ist das eh noch zu hoch? Das fehlt irgendwie so insgesamt. Ist am Schluss eine Zahl, also wir wissen auch nicht, wie gut diese Schätzung ist. Gab es viel Bandbreite, gab es keine Bandbreite? Und was man immer auch beachten muss, und das geht dann relativ schnell vergessen, wenn man dann die Zahl hat, es schaut nur den Moment eines Lawful Access an, also eines Datenzugriffes für den Fall, dass der Staat, in dem der Rechner steht, eigentlich auch berechtigt ist, diese Daten zuzugreifen, aus rechtlichen Gründen. Ja. Jetzt sind wir zurück beim Thema, ich gehe halt trotzdem mit der geladenen Waffe an die Tür vom Serverraum und werde dann wahrscheinlich reingelassen, weil der Mensch, der dort steht, wird sich kaum erschießen lassen wegen Daten eines Schweizers. Ja. Und der Hacker haben wir auch nicht ausgeschlossen, so kann man sich streiten, ob die im Ausland dann wirklich schlimmer sind. Also dem Hacker ist egal, wo der Server steht, das ist wahrscheinlich egal. Aber es ist rein Sicht auf den Lawful Access. Also insofern denke ich, Evaluation hat nicht wirklich stattgefunden. Wir haben einen Login, das gibt der Bund wie der Kanton de facto auch zu. Man sichert sich ab mit diesen Gutachten und Risikoanalysen. Und wie Adrian auch schon gesagt hat, bleibt eigentlich am Schluss dann alles bei den Mitarbeitern hängen. Also ich verstehe den Bund, wenn er sagt, ich kann nicht anders, kann ich nachvollziehen. Der Risikobetrachtung würde ich einfach ein bisschen Fragezeichen machen, finde ich ein bisschen an der Grenze. Soll ich dir das noch weiterklicken? Sehr nett, ja. Ja, wir sind jetzt schon über der Zeit bei der letzten Folie angelangt. Wir haben eigentlich schon alles angesprochen, das Äquivalenzabkommen zwischen der EU und der USA zum Datentransfer, zum legalen Datentransfer, das den europäischen Ansprüchen genügt, das gibt es bis heute nicht und somit gibt es auch keines zwischen der Schweiz und der USA. Das heißt, wir bewegen uns eigentlich tagtäglich in einem rechtlichen Vakuum, allgemein, wenn wir twittern und so weiter. Es ist eigentlich alles ein bisschen unklar, dürfen die Daten überhaupt darüber in die USA und dort verarbeitet werden oder nicht. Eben, es gibt die Risikomethode, es gibt die Standardvertragsklauseln, aber einen finalen Rechtsrahmen gibt es bis dato nicht. Und die Schweiz ist ja auch hier bei diesem Prozess außen vor und wird das dann autonom nachvollziehen. Gut, und die Debatte zu den Risiken, zu den gesellschaftlichen und den politischen, die muss geführt werden. Vielleicht auch noch ein bisschen hier eine Kritik jetzt doch noch an die Schweizer IT-Industrie. Ich meine, wir sind so stolz auf die Anzahl Rechenzentren, wir sind sehr stolz auf sehr viele Themen, bei denen wir souverän und autonom agieren möchten. Landwirtschaft oder was auch immer. Aber jetzt beim Thema Datensouveränität haben wir uns noch nicht so viele Gedanken dazu gemacht oder sind hier einfach ständig, ja, erachten es nicht als politisch genug. Vielleicht wird das jetzt mit der Debatte zu dieser Bundes-Swiss Cloud oder wie die auch immer heißen wird, in Zusammenarbeit mit den wissenschaftlichen Institutionen wie der ETH, die eigentlich auch ein Interesse daran hat, vielleicht wird diese Debatte wieder an Auftrieb gewinnen. Und zu guter Letzt, wie Patrick schon gesagt hat, der Bund macht uns glauben oder versucht, es so darzustellen, ist alles nur ein Verwaltungsakt, diese Cloud-Geschichte. Und ist alles legitim und nur ein Verwaltungsakt, aber es ist eine politische, gesellschaftliche Debatte. Und wir wünschen uns, dass diese Debatte eigentlich nicht nur hier drinnen stattfindet, sondern einfach öffentlich und größer geführt wird. Ja, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ja, ganz herzlichen Dank auch euch für diese dramatischen Einblicke. Ich habe mir jetzt gerade so Gedanken gemacht, während ich zugehört habe, bei Marcels Vortrag vorher, der hat ja eigentlich so ein bisschen diese technisch-mathematische Differenziertheit, Filigranität der klassischen Musik. Jetzt höre ich da Dinge wie Login, Alternativlosigkeit, Rechtsverwehrung mögliche oder zumindest die Schwierigkeit, dass man sein Recht gültig macht. Da wäre meine erste Frage eigentlich, wart ihr als Hauptband jetzt eine Punkband? Das klingt ein bisschen so, aber es gibt sicher noch schlauere und vor allem themennähere Fragen als diese und dafür wäre jetzt Zeit. Alle, die gerne eine Frage an Adrian oder Patrick haben und ich glaube auch Marcel würde noch einmal zur Verfügung stehen, also alle, die jetzt zu einem dieser Themen gerne etwas sagen würden, die Mikrofone
Mikrofone stehen da hinten. Ihr könnt euch gerne da ans Mikrofon stellen, wenn ihr eine Frage habt. Und nicht nur gerne, sondern auch bitte, damit die Leute im Stream das auch hören. Ich sehe, da hat sich schon jemand gemeldet. Ja, hallo, vielen Dank für den Vortrag. Ich habe eine Frage. Es war viel von juristischen Fragestellungen die Rede. Das kenne ich natürlich auch aus der EU bei uns. In Deutschland gibt es das auch. Gab es denn hier eine Diskussion, wo man sich mal gesagt hat, wir schauen mal, wie sich Deutschland von russischem Gas abhängig gemacht hat und wie es jetzt in Deutschland ausschaut? Also auch mal materielle Überlegungen angestellt hat, was bedeutet es, wenn sich ein Land zu nahezu 100% von einem ausländischen Cloud-Anbieter abhängig macht? Also wer die Dokumente der Bundeskanzlei liest, ja, immer wieder wird das thematisiert, auch vom eidgenössischen Datenschutzbeauftragten, aber es wird meiner Meinung nach viel weniger kritisch diskutiert, als wenn ich jetzt die Diskussion in Deutschland anschaue oder einfach in der EU. Es wird einfach mehr beschönigt, beziehungsweise ich verstehe auch ein bisschen die Sachzwänge, man will vorwärts machen und man will jetzt diese Daten in der Cloud verarbeiten lassen und Anwendungen kreieren und was auch immer. Aber die Diskussion wird geführt von der Abhängigkeit, aber es ist ein Abschnitt, ein Aspekt unter vielen. Also meiner Meinung nach wird die Souveränitätsdebatte viel kritischer geführt in der EU und in Deutschland. Das ist das, was ich sagen kann. Da steht schon die nächste Frage bereit am Mikrofon. Alles klar. Ich möchte einen Weckruf ein bisschen hier platzieren in Bezug auf die Schweizer IT-Industrie und den Standort Schweiz. Du hast es vorhin erwähnt, Adrienne, wo steht die Schweizer Industrie? Und mir geht es ein bisschen darum, wir haben hier immer ein wenig das Gefühl, dass wir hier in der Schweiz alles im Butter haben. Ja, dass es am besten ist, wenn das alles hier ist. Und ich weiß nicht, woher dieser Gedanke kommt. Ich möchte daran erinnern, dass unser Datenschutzgesetz 30 Jahre alt ist, welches im Moment noch in Kraft ist. Es gibt überhaupt keinen Grund anzunehmen, dass die Daten in der Schweiz irgendeine auf eine Weise sicherer seien als an den anderen Orten, die wir hier ablegen können. Damit will ich natürlich nicht irgendwas in Frage stellen von dem, was ihr hier gesagt habt. Das bleibt problematisch grundsätzlich, aber wir dürfen uns nicht täuschen und das Gefühl haben, hier in der Schweiz sei das besser. Ich erinnere zum Beispiel an den Fall Krypto Marti, der Lauener's ganze fucking Postfach von 10 Jahren private E-Mail wurden einfach ausgehändigt von der Swisscom, ja? Wurden einfach ausgehändigt vom BIT. Ich möchte auch sagen, ich bin zum Beispiel im Gemeinderat, das ist ein Exekutiv im Kanton Aargau. Wie viele Gemeinden arbeiten mit Software, die weder 2FA-Verschlüsselung hat, noch sonst irgendwie geklärt wird, dass die Leute eigentlich wissen, dass sie ein gutes Passwort brauchen? Ich kann euch sagen, es ist eine Frage der Zeit, bis irgendwann in irgendeiner Gemeinde alle Dokumente public sind, weil es überhaupt nicht geschützt ist. Es gibt ganz viele Schweizer Firmen, die keine Ahnung von Verschlüsselung haben, die keine Ahnung von sicheren Daten haben. Und da kommt noch der dritte Punkt dazu. Wenn ich hier in der Schweiz eine Firma nutze, zum Beispiel für meine Buchhaltung, muss ich damit rechnen, dass dort jemand arbeitet, der mich kennt und ein persönliches Interesse daran haben könnte, bei mir ein bisschen rumzuschlüffeln. Ja? Wenn meine Daten bei Zoho in Indien liegen, dann sind sie zwar auch gefährdet, aber da sitzt mit großer Wahrscheinlichkeit keiner, der ein Interesse hat an meinen Daten. Ja. Und das sind alles Punkte, die nicht, ich will noch mal betonen, ich spreche nicht dagegen, dass wir uns hier in der Schweiz fit machen, aber wir sollten einfach ehrlich sein zueinander und klar machen, wir sind Drittweltland, was diese Softwarequalität, was die Sicherheitsqualität betrifft, auch die gesetzlichen Grundlagen, auch mit dem neuen Datenschutzgesetz. Wir haben viel zu wenig, um hier das Gefühl zu vermitteln, macht es in der Schweiz, dann ist es sicher. Das ist die völlig falsche Botschaft. Wie seht ihr das? Ich sehe, der Punk-Funke ist übergesprungen auch aufs Publikum. Adrienne, du wolltest dazu gleich etwas sagen. Du weißt, wir sind da einer Meinung. Und Patrick hat es ja auch schon gesagt, eben von wegen IT-Security bezüglich Hacking-Abwehr. Da sind die Daten da besser bei 365, das wissen wir alle. Und da habe ich meine Zweifel, ob die Schweizer Unternehmen den gleichen Standard anbieten können. Wir müssen vielleicht lernen, versuchen, irgendwie darauf hinzuarbeiten. Aber momentan gebe ich dir da absolut recht. Aber so wie ich jetzt deinen Weckruf verstehe, ist vor allem,
du wirst gleich sagen, unser Problem sind die Gesetze. Wir haben ein großes, wir haben den Nachrichtendienst, wir haben das BÜPF, wir haben die Vorratsdatenspeicherung, wir haben sehr viele Gesetze, die viel weitergehen als teils in der EU. Wird jetzt ja gerade auch verhandelt, die Klage der digitalen Gesellschaft beim Europäischen Gerichtshof, wenn ich mich nicht täusche, zur Vorratsdatenspeicherung, zur Kabelaufklärung. Da werden wegweisende Entscheidungen gefällt. Also wir müssen uns auch an Europa wenden, um uns zu schützen hier in der Schweiz. Von daher verstehe ich jetzt deinen Appell und deinen Weckruf vor allem auch diesbezüglich, was das politische Lobbying angeht, dass man hier auf die Gesetzesänderung hinarbeiten soll. Da stimme ich dir auch zu. Ich denke, das, was du beschrieben hast, passt eigentlich auch zu dem, was wir sagen. Das ist so das vielleicht aus unserer Sicht fehlende Sicherheitsbewusstsein in vielen Bereichen, oder dass halt die Gemeindeverwaltung das Login teilt, weil es halt bequem ist, oder man die Mails im Gemeinderat unverschlüsselt verschickt, ist eigentlich die Extremform von dem, was wir hier gesehen haben. Und ja, da braucht es definitiv eine Diskussion. Und damit ich auch noch was gesagt habe in der Zeit. Nein, und ich glaube auch, wir haben auf allen Ebenen, sowohl auf der technischen als auch auf der politischen Ebene, haben wir einfach eine Erwartungshaltung, ja, es wird schon gut. Und wir lassen uns von irgendwelchen Versprechungen einlullen. Und ich glaube, das ist das, was uns wahrscheinlich allen am meisten am Herzen liegt, dass man sich da mal ehrlich damit beschäftigt und nicht einfach irgendwelche Marketingversprechen von wem auch immer unreflektiert entgegennehmen lässt. Vielen Dank, Marcel, für dieses wunderbare Schlusswort. Und auch wenn ich als Moderator ja eigentlich neutral bin wie die Schweiz, fühle ich mich da sehr jetzt in dieser Handbewegung auch mit eingeschlossen. Da schlägt mein Herz natürlich auch dafür, die Diskussion ist jetzt hoffentlich lanciert, das wünsche ich mir auch sehr, den Abschlusswunsch von Adrien, dass eben eine breitere öffentliche Diskussion stattfindet.